Und damit hallo und willkommen zurück zur dritten Folge Rise of Insanity. Wir stehen hier wo stehen wir denn? Im Garten des Krankenhauses oder in einem öffentlichen Park oder möglicherweise auch in meinem privaten Garten. Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall stehen wir hier draußen an der frischen Luft, konnten mal gut durchatmen und uns erholen von den letzten Schrecken, die uns widerfahren sind, und ja, haben jetzt auch Luft und Puffer für Neues, ne? Und deswegen würde ich mal sagen, lehnt's euch zurück, viel Spaß für heute Abend und los geht's. Ja, ein bisschen schneller kann ich schon laufen, ne? Wir müssen jetzt hier nicht so melodramatisch spazieren gehen, ne? Sondern wir sind ja ein wenig gepackt von Angst und Schrecken, da ist man natürlich dann doch etwas schnelleren Schrittes unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, ob das an unser Kind erinnern soll. Unser Kind war 7 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Obwohl, es ist ein Kleinkind, es ist kein Babygeschrei. Ist unser Kind jetzt wirklich da, oder? Schade, dass sich meine Schritte sehr indoor-artig anhören, ne? Einen kleinen Tümpel haben wir da auch. Ja, ich gehe mal den Weg. Es sah gerade so aus, als konnte ich da eine Silhouette erkennen, aber ich glaube, das sah nur so aus, ne? Ja, ich gehe hier weiter, weil ich komme da ja nicht rein in das Gewächshaus. Ah, der kann uns bestimmt helfen. Endlich sehen wir mal hier ein. Ist das jetzt hier der Krankenhausfriedhof oder was? Betreibt das Krankenhaus einen Friedhof, weil da so oft Sterbefälle vorkommen? You shouldn't be there. Aber ich bin es nun mal. Hat der jetzt geredet? Aua! Warum sollte ich denn nicht hier sein? Da ist schon wieder das Quietscheentchen. Was ja immer so ein bisschen den Bezug zu meinem Sohn darstellen soll, oder? Ich glaube, es ist auch immer das Gleiche. Wenn ich mich jetzt umdrehe, passiert da was, oder? Okay. Aber das sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte er hier ein Grab ausgehoben, oder? Das ist halt ein... Okay, da ist jetzt der Schlüssel für das Gewächshaus, vermute ich mal, mit einem Krähenschädel. Ah, die Krähe ist doch bestimmt wieder symbolisch für irgendwas. Warum merke ich mir denn so einen Quatsch immer nicht? Das wäre so wichtig, das jetzt zu wissen. Ich bin mir so sicher, dass das sogar Ash mal erklärt hat bei Layers of Fear. Die Krähen, das sind doch irgendwie ein Vor... Boote. Wow! Alter Schwede. Oh, die sind voll fies. War das jetzt Edward? Oh, jetzt habe ich den noch nicht mal genau gesehen, weil ich mich... Oh, ich habe mich erschrocken.
play with me. Die Stimme war rechts, der Ball kam von links. Da ist er doch niemals hier drin. Er hat doch wieder nur getrollt hier. Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Was ist unser Leben? Ist es der Träumer oder die Träume, die er träumt? Sag mir, liebe Susan, was würdest du tun, wenn du nicht schlafen könntest? Würdest du den Traum kontrollieren, der nicht einfach zu dir kommt, sondern dich heimsucht? Sind wir Eddie? Sind wir Eddie Doppel hießen wir, ne? Sind wir Eddie Doppel oder wer ist denn Eddie? Was würdest du tun? Ich hätte ja gedacht, das könnte jetzt Edward sein, ne? Aber warum steht denn da jetzt Eddie drunter? Oder es ist eine von den Persönlichkeiten, die Edward besitzt, ne? Das kann natürlich auch sein. Oh, hat er sich in das Leben meiner Frau geschlichen als andere Persönlichkeit? Oh, hier. Oh, unser Sohn heißt Theodor. Ah, Sterbeurkunde. Theodor Kartoffel, Alter 7, Geschlecht männlich, Todesursache Erdrosselung. Hat Edward, das ist natürlich der Spitzname von Edward, ne? Ich Idiot, ja natürlich. Hat Eddie meinen Sohn getötet? Und was hat mein Sohn gerade gesagt? Und das ist ja der Sat.1-Superball. Geil. Scheiße, was hat mein Sohn jetzt gesagt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Halt schon wieder so eine dämliche Fledermaus. Zu blöd. Das ist schon ein bisschen Quatsch, ne? Das ist ja so ein Drahtglas. Also so ein Glas, wo Draht mit eingearbeitet ist, damit es eben nicht splittert, ne? Ah, ein bisschen mehr Sorgfalt, bitte. Das sind so winzige Details, das kann mich rausreißen. Das ist so krass. Ich will das gar nicht, aber das ist halt so. Okay, also ganz offensichtlich das Kinderzimmer von unserem kleinen Wonneproppen, ne? Vielleicht mag er Vögel sehr gern, da sind auch nochmal ein paar Vögel ausgestellt. Aber das ist herrlich gemischt, ne? Also oftmals sind Kinderzimmer immer so stilistisch eintönig eingeräumt in so Spielen. Und hier ist jetzt alles dabei, so Monster, Baseball, Vögel, tanzende Katzen, irgendwie so ein Saturn-Planet und ein U-Boot, das finde ich super. Diese Strudelbilder, ne? Das soll ja immer verdeutlichen, dass wir uns nicht daran erinnern können, was dort zu sehen ist. Aber wir können uns doch an unsere Familie erinnern. Was? Wisst ihr was? Um 3 Uhr nachts haben wir
Ja, ich wollte sagen, um 3 Uhr nachts haben wir unseren Sohn erdrosselt. Darauf wird's doch hinauslaufen. Theodor. Theodor ist ein sehr talentiertes Kind. Er ist sehr ruhig und zeigt den Charakter eines Träumers. Das Einzige, das mich irritiert, ist der Schatten eines Kindes, der oft in seinen Zeichnungen vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Figur aus einem Comic oder so. Nichts Gefährliches. Nachher haben wir ein schizophrenes Kind. Aber nee, der ist ja erdrosselt worden. Der hat sich doch nicht selber erdrosselt. Ein 7-jähriges Kind, das geht gar nicht. Ich glaube, hier war noch eine Schublade, ne? Nee? Nee, hier war die Schublade. Ja. Tja, kann ja wirklich alles heißen, ne? Es ist halt eine dunkle Figur. Ob man das jetzt direkt auch mit Schatten, also weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch einfach mit Bleistift angefangen und die Figur ist deswegen dunkel, ne? Haus jetzt so kaputt und warum sieht es draußen so merkwürdig aus? The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit nicht überwunden hat. Ist die Küche abgefackelt oder was? Tut es Not, dass das jetzt so düster ist hier? Und dann sind hier auch noch so ekelhafte Geräusche. Hier würde doch... Eddie? Möglicherweise habe ich jetzt was falsch gemacht. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Ein Licht in der Dunkelheit. Licht ist da drüben. Aber ich hab doch jetzt hier auch alles.
Alles gemacht. Wir gehen nochmal raus. Ein Licht in der Dunkelheit, welches die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Ich meine, wir haben die Tür da hinten noch nicht probiert, ne? Neuer Text. Sehr geehrte Frau Kartoffel, es freut mich sehr, dass Ihnen meine Blumenarrangements gefallen. Ich habe Ihre Bemerkung und weitere Empfehlungen erhalten. Wie gefordert werde ich die Rhododendren anpflanzen. Rhododendren? Ich muss mit meinem Auto vor das Gewächshaus fahren, um die Setzlinge zu transportieren. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Edward. Also Edward ist unser Gärtner und er wird auch Eddie genannt. Und vermutlich hatte Eddie auch so ein nicht... Auf jeden Fall kannte er unseren Sohn. Hier war das Kinderzimmer, ne? Genau. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome. So, da sitzt einer. Ich kann auch nicht zurückgehen. Ich glaube, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Muss ich hier irgendwas mitnehmen? Hab ich hier was übersehen? Also was passiert denn da unten in den Raum? Im Grunde, sobald ich diesen einen Schritt zu viel mache, kommt diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Sterbeanimation. Ne? So, soll ich das Schwert mitnehmen? Aber ich kann ja nichts mitnehmen. Steht da Theodor drauf. Alles cool. Mit dem Licht kann ich nichts machen, habe ich schon probiert. So, da kann man nicht lang. Da komme ich auch nicht rein. Da ist das Bild wieder. So, da kommen wir auch nicht raus. Und hier komme ich ja auch nicht hoch. Deswegen ist das Geländer kaputt. So, jetzt geht das wieder los. So, und das ist ja ganz offensichtlich hier der Hinweis. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. So, wir gehen jetzt rein. Aber nirgendwo anders hin. Da liegt ein Schrank. Da ist der Weg versperrt. Da wäre ein Durchkommen. Da liegt ein Tisch. Und hier liegt wiederum ein Schrank. Da
vielleicht darf der mich nicht sehen, irgendwie so. Aber hier komme ich ja nicht weiter. Was ist denn das da? Muss ich jetzt? Jetzt kann ich mich halt nicht mehr bewegen, ne? Jetzt ist halt. So viel gibt's doch hier in dem Spiel jetzt nicht. Was übersehe ich denn da jetzt? Die Kiste hier. Übersetzung. The light shines in the darkness. Das ist eigentlich richtig. And the darkness has not overcome it. Muss ich von hier irgendwas sehen, wo noch das Licht an ist? Keinen Gegenstand oder so. Bin ein bisschen überfragt. Ich bin mir nicht sicher, was zu tun ist. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Fenster mit Mondlichteinfall. Es ist alles sehr verraucht. Das deutet darauf hin, dass es entweder sehr kalt ist oder dass es hier ein Brandplatz ist, also ein Schauplatz, wo es gebrannt hat. Mein Weg ist versperrt und dort sehe ich einen, jetzt erkenne ich es, das ist ein Vogel, ein Weißkopfadler, wenn man die so nennt. Alles, was ich machen kann, ich könnte hier durch die Mitte gehen, aber sobald ich einen Schritt zu weit nach vorne mache, ich kann das auch nicht so gestalten, dass diese Figur, die dort sitzt, mir nicht zuguckt. Masochist, ja, toll. Ist jetzt nicht so, dass ich das mit Absicht mache, weil mir das gefällt, sondern eigentlich wollte ich halt nicht raffe, wie es weitergeht. Theodor ist dann erst zurück und zeigt den Charakter eines Träumers. Das Einzige, das mich irritiert, ist der Schatten eines Kindes. So, und hier sehen wir jetzt ein Bild mit dem Schatten und dem Ball. Ja. Wir haben ein Schwert. Wieso habe ich denn jetzt das Achievement bekommen, um das Schwert anzuschauen? Aber ich habe es mir schon 100 Mal angeschaut. Wahrscheinlich habe ich es noch nicht richtig rumgedreht, ne, dass da. Guck mal, da sind sogar Fingerabdrücke drauf. Aber das bringt mir doch jetzt nichts. Hier liegt halt ein Ball, mit dem kann ich aber nichts machen. Ich erkenne hier Rollenspielwürfel, ein sechsseitiger, ein
könnten 12 sein, ne? Und das deutet ja jetzt auch nicht auf ein Zahlenrätsel hin. Ich kann die Lampen auch nicht an- und ausmachen. Das Bett ist nicht gemacht und ist auch nicht interaktionsfähig. Hier haben wir wieder ein Bild von Vögeln. Sagt mir aber nichts. Ein Schrank. Also ich behaupte, hier im Zimmer ist jetzt nichts, was mir irgendwie helfen kann. So, wir gehen noch einmal heraus. Eigentlich habe ich hier auch schon alles angesehen. Hier gibt es ganz viele Lichter und auch ganz viele Sackgassen. So, hier kommen wir nicht rein. Dieses Bild hilft nicht. Wie gesagt, nach oben komme ich nicht. Interessant, dass da auch eine Rose drauf liegt, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, Edward hat er meine Familie getötet, weil er eifrig. Oh, hier geht's ja doch rein. Habe ich die Tür noch nicht probiert? Aber ist es vielleicht möglich, dass Edward eifersüchtig ist auf mich? Hat er deswegen meine Familie getötet? Habe ich vorhin die Tür nicht probiert? Oh, das tut mir leid, das... Eine Sicherung, okay. Jetzt habe ich da dreimal den Tod hinaufbeschworen. Ja, dafür können wir heute auch mal 35 Minuten machen, ne? Wir müssen ja das Kapitel heute noch irgendwie schaffen hier. Das ist ja so Tradition jetzt eigentlich, dass ich hier immer so ein Kapitel schaffe. Okay, dann werden wir mal gucken, ob wir die Fuse, die Sicherung irgendwo finden können. Ich habe einen ganz schön krassen Keller, muss ich mal sagen. Der übelstes Verlies. Hört sich an, als wäre da eine übergroße Kakerlake drin. Na, hör mal! Das ist mein Keller! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Also das ist ja auch kein Keller mehr. Das ist ja hier... Hier kann man ja Menschen jahrelang verstecken. Theodor. Echt, fürs Schwert kriege ich ein Achievement und fürs Schild dann nicht. Okay. Nein. Das ist aber nicht mehr professionell hier. Oh, ich hoffe, ich habe den Edward hier unten nicht irgendwie festgehalten und gegen seinen Willen therapiert oder so. Ah, das ist ja hier wieder so ein Gruselkabinett. Okay, oben und unten zeigt nach außen, links und rechts zeigt nach innen. Soll das jetzt heißen, mein Sohn war hier unten, oder was? Ich hab die Lösung schon. Aber ich kann es nicht drehen. Beunruhigende Effekte bei neuer Behandlungsmethode. Die Behandlungsmethode von Dr. Steffen Kartoffel-Dowell, mit der er schwere Geisteskrankheiten behandelt, basiert auf starken visuellen Reizen, mit denen seine Patienten konfrontiert werden. Ähnlich wie das Video, was wir am
Anfang des Projektes gesehen haben, ne, als das Spiel losging. Dies zielt darauf, den Patienten in eine tiefe hypnotische Trance zu versetzen, in der der Patient seinen engsten und geheimsten Gedanken entgegentritt. Die Ergebnisse dieser Behandlung waren jedoch höchst unerwartet. Nach den therapeutischen Sitzungen mit den Filmen des Arztes stürzten die Patienten in Apathie, Depression oder erlitten Epilepsieanfälle. Das habe ich schon gesagt, als ich das Video gesehen habe, oder? Dass ich depressiv davon werde. Auch lange nach der Behandlung. Die Vereinigung der Psychologen beobachtet Dr. Steffen Dowell ängstlich und sie planen, sich mit dem Ersteller dieser kontroversen Methode zu treffen. Lieber Steffen, meiner Frau geht es... Ach, Abraham ist es. Okay, lieber Steffen, meiner Frau geht es gut, wie immer. Kommen wir zum Kern deines Falles. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall hatten. An dem Fall hast du damals mitgearbeitet. Wir sind überarbeitet. Daher hast du es vielleicht vergessen. Ich glaube, du solltest deinen Patienten mit Hilfe von Suggestionen unterstützen, den Traum zu beenden. Hypnose ist eventuell zu invasiv. Versuche ihn nach seiner Vergangenheit zu befragen. Die traumatischen Geschehnisse zu akzeptieren, kann ein guter Start sein, sich selbst zu akzeptieren. Ich freue mich auf deine Antwort. Grüße, Abraham. Ne, wenn Steffen sagt, müsste ich eigentlich auch Abraham sagen, ne? Gerade so selber aufgefallen. So, jetzt müssen wir doch hier aber mal endlich. Wie mache ich denn da diese Wasserhähne jetzt an? Warum haben wir denn unseren Sohn hier unten gehabt? Oder ist denn einfach nur Spielzeug da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine eklige Spinne. Ja, ist ganz klar ein Kuhgesicht von vorn, ne? So einfach ist das. Wie gehe ich denn jetzt dieses Rätsel da an? Also ganz offensichtlich habe ich doch da schon die Lösung. Aber ich kann diese Dinger halt nicht... Ich kann die halt nicht betätigen. Ah, was ist denn jetzt zu tun hier? Da stimmt doch schon wieder was mit Spieldesign nicht. Wenn ich den übernächsten Schritt schon kenne und weiß, was zu tun ist. Aber ich komme gar nicht zu dem Schritt. Jetzt sind es schon 33 Minuten hier. Muss ich jetzt nochmal nach oben, um irgendwas an den Rohren anzumachen? Weil die Rohre auch eher darüber gehen und nicht nach oben. Das kann ich auch nicht umdrehen hier. So hoch können wir immer noch nicht. Da komme ich überall nicht rein. Im Kinderzimmer gibt es keine Sicherung. Warum soll es hier eine Sicherung geben? Hier gibt es auch kein Rohr oder Wasserhahn. Vorgehen.
glaube nicht, dass ich da jetzt reinkomme, oder? Was jetzt hier ausklingen lassen, sonst wird es echt zu lang. Es tut mir leid, ich hab's nicht hinbekommen. Und ich habe immer noch keine rechte Idee, wie es weitergeht. Wahrscheinlich übersehe ich einfach nur irgendwas, ne? Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr es schon gecheckt habt und ob ich einfach nur zu blind war. Würde mich mal interessieren. Wenn nicht, dann werden wir gemeinsam in der nächsten Folge erfahren, was zu tun ist, denke ich mal. Ja, vielen Dank soweit, dass ihr wieder mit am Start wart. Hat mich gefreut. War heute wahrscheinlich ein bisschen zäh, die Folge. Das sehe ich ein. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe mein Bestes gegeben. Ne? Und wenn ihr Lust habt, seid dabei bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch für heute einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Bye, bye. Euer Langster.